Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator weiter mit Kabi. Jo. Was bist du denn für ein Vieh? Ich hab einen Marienkäfer auf meinem Monitor. Hallo? Na du? Oh mein Hier Junge. Steht die Sämaschine. Jetzt läuft er gerade über den Kabi im TS weg. No. Hör doch mal. Um weg. Keine Ahnung, ist doch jetzt die Zeit, wo die alle in die Wohnungen kommen. Marienkäfer. Muss ich gucken. Was ist das? Hafer. Roggen? Ich kann das echt nicht richtig lesen da unten. Hopfen. Jetzt. Da musst du richtig nah hin da unten bei der Sämaschine. Ja, es liegt aber auch daran, weil wir das Hut jetzt ziemlich klein gemacht haben. Du hast es ja jetzt auch ziemlich klein. Nicht, dass ich wieder das Falsche sehe. Ich komme! Eigentlich könnte man mal Schafe brauchen wir auch nicht anschmeißen. Könnte man eigentlich auch mal nebenbei mal anschmeißen, Schafe. Brauch nur Gras und Wasser. Opa. Wir könnten so viel anwerfen. Wenn wir mal das Geld hätten. Und wir haben auch immer noch nicht unsere Zahl an Kühe, die wir gerne hätten. Nein. Ja, würde ich eher beigehen und nochmal 50 neue Kühe dazu kaufen, dass wir eigentlich mal die 100 hätten. Ja, oder nicht? Eigentlich schon. Ja, also 100 Kühe wäre schon mal episch, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe noch 76 Liter. Ich muss nach dem Feld dann auf jeden Fall tanken, Alter. Ich verstehe das sowieso so manchmal nicht. Wenn ich das dann da in Amerika sehe, dass dann ein normaler Mensch, der hat ja vorher angeblich gar nichts, ne? An Aufmerksamkeit oder also an Straftaten und der bringt einfach da die ganzen Menschen um, Alter. Was ist mit den Menschen los, verstehe ich dann einfach nicht. Schon hart, oder? Ja, vom Prinzip her schon. Ich verstehe es auch nicht. Weil es ist ja kein Terrorist gewesen. Es war ja nichts, Kabi. Gar nichts. Ein ganz normaler amerikanischer Bürger. Ich kann mir auch vorstellen, dass der zum Beispiel, wenn der wirklich, jetzt mal angenommen, also was ich mir nicht vorstellen könnte, jetzt sagen wir mal wirklich angenommen, der hatte wirklich diesen Tumor und so, ist ja okay, kann ja in dem Sinne jeden passieren. Vielleicht war sein anderer Ausweg nicht, weil er sich einfach die Krankenrechnungen nicht bezahlen kann oder sich behandeln lassen kann, weil er das Geld eigentlich nicht dafür hat. Macht das sicher? Aber dann mache ich doch einen anderen Weg in Amerika. In Amerika hast du doch auch die Chance, dann, keine Ahnung, Spendenaufrufe zu machen oder was weiß ich. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also manchmal frage ich mich wirklich, ich bring doch nicht, was kann die anderen Menschen dazu, die da rumgelaufen sind? Ja, nichts. Aber hier, keine Ahnung, Verzweiflungstat, vielleicht hat er noch irgendwelche andere Beschwerden dadurch gehabt, vielleicht ist sein Aggressionslevel durch den Gehirntumor oder weiß ich, was er für einen Tumor hatte. Keine Ahnung, also, was ich einfach schlimm finde, ist, die Familie von ihm kann doch niemals mehr in Ruhe leben. Niemals was? Mehr, die können jetzt hier in, wie nennt man das, in... Ach, wie heißt das? Ihr neues Leben anfangen, wenn sie dann da einen neuen Pass und allen Scheiß bekommen. Weil die werden doch niemals mehr in ihrem Leben Ruhe bekommen, Kabi. Nein. Niemals mehr. Alter, wenn ich wüsste, da lebt die Frau, Junge, und der Mann hat mein Kind umgebracht. Und, Alter, ich würde... Keine Ahnung. Aber eigentlich können in dem Sinn ja der Bruder und die Familie auch nichts dafür, weißt du, ich meine. Kabi, was konnte meine Tochter dazu, die da rumgelaufen ist, zum Beispiel? In dem Sinn ja auch. Siehst du? Das ist der springende Punkt, den ich einfach da drin sehe. Das hat doch eine Kettenreaktion, was da jetzt passiert ist. Mich würde es nicht wundern, wenn irgendein Vater dann Amoklauf gegenüber der Familie. Richtig, ja, weil das eine Kettenreaktion dann verursacht, sowas, ne? Das ist keine Ahnung. Klar, jetzt kann jeder sagen, das ist Schwachsinn oder geschweige irgendwas anderes. Wer einen vernünftigen Menschenverstand hat, wird das nicht machen. Ja, das stimmt schon. Aber wenn man Kinder verliert, passiert viel mit Menschen im Kopf. Also... Ja.
Keine Ahnung. Wenn dein Kind zusammengefahren wird und dein Kind stirbt vor deiner Nase, dann rastest du aus und ich glaube, du bringst den anderen um. Ich habe wirklich keine Ahnung, Kabi, was ist damit ein. Ich kann das auch gar nicht nachvollziehen. Also absolut nicht. Ich finde es halt einfach nur so hardcore, was zurzeit so passiert in dem Sinne, weißt du? Und eigentlich reden wir nur um unwichtige Sachen. Keine Ahnung. Weiß es nicht. Vielleicht reicht heute manchen Leuten einfach eine Beschäftigung von Arbeit nicht mehr. Weißt du, dass man nicht auf dumme Ideen kommt und dies und jenes. Ein Mensch ist ja jemand, der immer irgendwas tun muss, ne? Dass er nicht in dem Sinne durchdreht oder auf dumme Ideen kommt. Keine Ahnung. Stimmt schon. Aber die Gemüter sind überhaupt so in Amerika ein bisschen angeheizt, habe ich so das Gefühl. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen das ja auch mal so sehen. Wir haben das ja hier unten bei uns ja auch. Da ein Vater bringt die Kinder um und eine Mutter schmeißt ihr Kind in eine Mülltonne und was weiß ich nicht alles. Ich frage mich einmal, was ist los mit euch, Mann? Das ist euer Schweiß und Blut, Alter. Und ihr kickt das in die Mülltonne. Was ist denn kaputt bei euch? War bei uns jetzt auch was mit Flüchtlingen? Also, es wurde irgendwie vertuscht, ich weiß es nicht. Da ist ein Flüchtling mehrmals vergewaltigt worden, dann ist der durchgedreht, ne? Dall, ne? Und hat dem anderen einfach mal einen Schwanz abgeschnitten. Der ihn vergewaltigt hat. Ja. Denke ich mir. PP. Hat er nicht alles verdient, oder? Seid verblutet. Das wollten die vertuschen, da sag ich, warum wollt ihr das vertuschen? Der hat sich gewehrt, wenn ihm kein anderer hilft. Irgendwann muss es sich doch mal wehren, ganz ehrlich. Ja, und das ist ja das, was ich dann immer sage. Manche Leute platzen dann, weil sie sich zu spät melden oder keine Ahnung. Ich finde es einfach zur Zeit komisch. Überall alleine schon, auch wenn ich finanziell mir das vielleicht nicht leisten kann, mein Kind, aber ich bringe doch nicht mein Kind um. Also gerade hier in Deutschland ist es doch ziemlich absurd, überhaupt Kinder umzubringen, weil ich sie mir angeblich nicht leisten kann. Also, ja. Keine Ahnung. Dass ein Kind kein Zuckerschnecken ist, das ist jedem, glaube ich, bewusst. Aber da muss ich halt als Elternteil zurückstecken. Da muss ich halt Rauchen aufhören oder muss dies nachlässigen etc. pp. Aber kein Grund, sein eigenes Fleisch und Blut das umbringen. Aber früher deine Eltern und meine genauso. Eltern und andere auch. Also keine Ahnung, was die Menschen sich heute einfach vorstellen. Also ich weiß es nicht. Also ich könnte mein eigenes Fleisch und Blut nicht umbringen. Keine Ahnung. Was ich einfach nicht verstehe, wenn ich jung bin und ich werde schwanger oder so, dann kann ich doch immer noch mit Ärzten heute reden. Das ist auch so ein Punkt, den ich absolut nicht nachvollziehen kann, Kavi, aber ja. Ich glaube, da sind wir auch einfach entweder zu dumm oder zu klug für, dass wir sowas einfach nicht nachvollziehen können. Ich bin kein Arzt oder geschweige was anderes. Ich kann mich in sowas einfach nicht reinsetzen, Kavi. Ich kann das nicht. Für mich ist das einfach zu dumm und zu hohl, wenn ich ganz ehrlich bin. Für mich ist das dann gleich Abstempel. Die Menschen haben einfach nichts in ihrem Kopf. Punkt, Ausschluss, Feierabend. So. Mehr gibt's bei mir da eigentlich nicht drüber zu reden, weißt du? Fertig. Ich verstehe es auch nicht. Es gibt auch so viele Eltern, die ein Kind sich wünschen und keine Kinder kriegen und die adoptieren möchten und so weiter und so fort. Deswegen, keine Ahnung. Na gut, ich glaube, es gibt aber einfach zu viele Menschen, die wirklich adoptiert werden möchten. Und ja, die Anträge sind auch schwer durchzubekommen. Ja, das habe ich jetzt auch schon mal das öfter in der Tür gehört. Aber ist ja auch logisch, dass das schwer ist. Das ist, ja. Ja, das Kind soll ja nicht irgendwie dann in dem Sinn, dann, keine Ahnung, schlechtes Leben kriegen, wenn das die da adoptiert werden und die Eltern sacken nur das Geld ein, weil die werden ja dann, kriegen dann auch noch zusätzlich Geld oder so, oder? Das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, du kriegst nur dein normales Kindergeld und das hinten kannst du hingehen, glaube ich, Kavi, wirklich. Ja, aber wie viele Pflegeeltern haben das gemacht, die wo Kinder genommen haben und kriegen Geld, Alter, und schieben das Geld ein und die Kinder verwahrlosen in dem Sinne? Ja. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ja. Ich sag ja, es gibt so viele Sachen, wo man sich
Gedanken drüber machen sollte und nicht über irgendjemanden Kim Jong-un, der da in Nordkorea irgendwelche Raketentests macht. Beachte den Typen doch einfach nicht. Also. Ignore. Ja, das ist halt einfach so. Ignorierst du so einen, hast du viel mehr... Ja, ich würde es ja verstehen, dass es irgendwann mal nicht mal ignorieren, wenn sich zum Beispiel seine Atomtests irgendwie auf diese Erdbeben auswirken würden. Weiß ich mal, also wenn... Ne? Er macht ja keine richtigen Atomtests. Richtig, er richtig. Er testet nur Raketen. Deswegen sage ich ja, dass wenn er wirklich irgendwo mitten unter Wasser irgendwelche Bomben zünden würde, dass dann Tsunamis oder weiß was ich bewirken würde, dass die dann mal aufmerksam werden und sagen würden, ey, jetzt pass mal auf, was du machst, irgendwann hat das Konsequenzen, dann verstehe ich es ja. Aber dann soll er halt doch da testen, Alter. Was, weiß ich mal. Ja, umso mehr Aufmerksamkeit du ihm gibst, umso mächtiger fühlt er sich ja. Richtig. Aber das ist das, glaube ich, was die Pressen heute noch nicht so ganz verstanden haben. Wie gesagt, solange keine anderen Menschen damit also benachteiligt werden. Ja, wer testet denn nicht? Ne? Mir kann doch auch keiner erzählen, dass der Ami nicht testet oder dass der Deutsche nicht testet, dass der Russe nicht testet, dass der Pole nicht testet. Das kann mir doch einer erzählen, was er will. Jeder testet. Nur er hat halt keine Erlaubnis und er tut es einfach. Ja, dann lasst ihn doch einfach, ignoriert ihn und er hört auch wieder auf. Und wenn er eine hat, mein Gott, dann müssen wir dann halt reagieren. Keine Ahnung. Alles einfach ein bisschen weniger Aufmerksamkeit schenken und sich vielleicht mal um Sachen kümmern, die wichtiger sind. Boah, jetzt reicht's mir um eine Reihe nicht. Ja, dann lässt du die halbe Reihe da, wenn sie leer ist. Ärgerlich. Wirklich lassen oder soll ich auffüllen? Fahren und nochmal ziehen? Nein, lass doch einfach. Wenn leer, dann leer. Auf diese eine Reihe da, das ist doch nur so ein kleiner Schiss. Bist du jetzt unterwegs? Krass, Mensch, oder was? Ja. Junge, der gibt Gas. Willst du jetzt den größeren Ladewagen holen oder nicht? Musst du ausrechnen, Macke. Gut, jetzt fahre ich das Teil erst. Musst du rechnen, ob wir uns das leisten können, ob wir uns das nicht leisten können, sind 72.000, glaube ich, kostet der oder so. Musst du dich drum kümmern, ich mehr. Ganz schnell. Weil den Dingen werden wir uns nicht leisten können. Den Big M. Das glaube ich nicht. Nee. Außer wenn wir viel Sand haben oder so. Keine Ahnung. Ich habe jetzt nichts nachgeguckt, Kabi. Ich weiß nicht, was wir im Lager haben. Ich weiß nichts. Gar nichts. Nee, den Big M glaube ich. Das geht jetzt auch noch so mit den Mähwerken. Meiner Meinung nach. Aber der Ladewagen wäre nicht verkehrt, weil wir haben jetzt dann auch voll viel Stroh zum Holen, auch danach, wenn die Felder fertig sind. Ja, ne? Du musst gucken, ob wir uns das leisten können. Der Rest ja. Ist mir Schnuppe. Wenn wir uns leisten können, kauf es. Nur lass uns ein bisschen Kohle in der Tasche halten noch. Pleite sind, weil das bringt uns dann ja nichts. Nein, um Gottes Willen, das will ich auch nicht. Also, wenn es nicht möglich ist, ist es nicht möglich. Richtig. Jetzt muss ich so erstmal alles sauber machen, ey. Ist alles dreckig und alles wächst schon alles, das ist schon mal gut. Ja. Dünger müssten wir auch bald herstellen. Dünger. Ja. Dünger, Saatgut und den ganzen Kram muss auch wieder alles hergestellt werden. Deswegen sage ich ja, wir haben viel zu tun. Deswegen haue ich jetzt hier Gras runter, dass wir in dem Sinne vorankommen. Kaufe aber dann den großen, ne? Mit 72.500 Volumen. Oder 71.000. Und glaube ich 129.000 aus. Ne? Also du musst gucken, was du für unseren Ladewagen bekommst. Ich glaube, wir haben sogar zwei, oder? Nee, einen. Was du für unseren Ladewagen in dem Sinne bekommst. Und wir müssen jetzt ja auch gucken, weil die Futtermischanlage geht jetzt nicht mehr mit Gras, sondern jetzt ja auch mit Heu, ne? Ja. Müssen wir jetzt ja dieses Grashäuschen, was jetzt auch neu ist, ja auch anschmeißen. Richtig.
haben wir aber genug Gras. Wenn wir jetzt fleißig mähen immer, dann haben wir genug Gras. Jeden Tag einmal und dann haben wir genug. Wir haben manchmal ausgelassen, weil wir nicht genug hatten. Also das Grashäuschen werden wir schon anschmeißen. Solltest du dann als erstes was reinfahren und gut ist die Geschichte. Richtig. Die Garage. Für unseren Ladewagen würden wir noch kriegen 67.000. Ja, wenn du ihn wegbringst, wenn, kriegst du vielleicht 70. 70. Dann hättest du 148.000. Dann wird noch was überbleiben. Ja. Ja. Das ist dann der komplett große, ne? Ja, ja, klar. Den musst du auch nehmen, sonst lohnt es sich ja nicht. Nein, weil das wären sonst nur 3.000 mehr gegenüber von dem anderen. Richtig. Der wäre sogar billiger gewesen am Anfang wie den, wie wir hatten. Ja, wenn ich fertig bin, bringe ich den weg und dann komme ich gleich mit dem dicken. Ey, warum wäschst du nicht? Oh, ich bin nicht ganz nach vorne gefahren. Bis zur Ampel. Oh. Wir sagen auch schon wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.